Ich bin Krankenschwester und habe vor 10 Jahren meine Fachweiterbildung gemacht in Gerontopsychiatrie mit dem Ziel, mit einem ganz klaren Ziel, eine ambulante Wohngemeinschaft zu initiieren und zu leiten. Inzwischen bin ich Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes, ausgerichtet auch auf gerontopsychiatrische Patienten oder Bewohner. Das heißt, ich versorge überwiegend Menschen mit Demenz und Depressionen. Seit ungefähr 9 Jahren leite ich 2 Wohngemeinschaften in Emmendingen als Pflegeleitung und Hausleitung und versorge als ambulanter Pflegedienst eben auch Menschen mit Demenz in ihrer Häuslichkeit. Eine ambulante Wohngemeinschaft ist davon geprägt, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind, die ich Ihnen kurz erläutere, da dies sich auf das Leben in einer WG auswirkt und somit wesentlich die Betreuung und Pflege unserer Bewohner beeinflusst. Die Wohngemeinschaft ist Angehörigen geprägt, das heißt, die Angehörigen entscheiden maßgebliche Dinge. Sie treffen sich alle 2 Monate für Besprechungen. Und das Hausrecht liegt ausschließlich bei dem Bewohner bzw. bei dem Angehörigen. Der Pflegedienst kommt nur für festgelegte Leistungen ins Haus, wie zum Beispiel Grund- und Behandlungspflege. Und der Alltag wird durch Alltagsbegleiterinnen durchgeführt. Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer, was eher als Schlafzimmer genutzt wird. Und wir haben in jeder Wohnung ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, Küche und meistens 3 bis 4 Bäder. Und diese Räume sind eigentlich auch die Aufenthaltsräume von unseren Bewohnern. Um Ihnen die Personalsituation zu verdeutlichen, habe ich Ihnen eine Grafik zusammengestellt, die das verdeutlicht. Sie sehen das Gelbe, das sind die Alltagsbegleiter. Und Sie sehen auch in dem Fall dann, dass das die größte Personen-Mitarbeitergruppe auch ist. Die Hauptgruppe des Personals sind eben die Alltagsbegleiter. Sie sind bei der WEGE, das ist ein gemeinnütziger Verein, angestellt und sie führen den Haushalt mit allem, was dazugehört. Mahlzeiten zubereiten, Wäsche waschen, Reinigung der Räume und vor allen Dingen die Unterstützung der Bewohner in allen Bereichen des täglichen Lebens. Alltagsbegleiter sind nicht pflegefachlich geschult, werden aber für Pflegetätigkeiten geschult und vor allen Dingen im Umgang mit Menschen mit Demenz fortgebildet. Die Pflegekraft, sie ist der Arbeitgeber, ist eben der Pflegedienst, führt nur bei vereinzelten Bewohnern die Körperpflege durch und ist hauptsächlich für die Behandlungspflege da, wie auch zur Beratung der Alltagsbegleiterinnen, zum Beispiel bei Pflegeproblemen. Außerdem führt sie Qualitätssicherungen durch. Es gibt eine Fachkraft für Gerontopsychiatrie, das bin ich. Die Aufgabe beginnt schon beim Erstgespräch mit den Angehörigen und begleitet dann natürlich auch die Aufnahme des Bewohners. Vor allem am Anfang werden die ganzen Pflegeprozesse von der Gerontofachkraft gesteuert, Gespräche mit den Beteiligten geführt. Probleme werden als Fallbesprechungen in den verschiedenen Teams durchgeführt. Die Visite mit dem konsiliarischen Psychiater wird im Gegensatz zu der Hausarztvisite ausschließlich von ihr durchgeführt, da die Einstellung mit Medikamenten äußerst sensibel ist und der Arzt genaue Rückmeldung erhalten muss. Die Betreuungskräfte haben in der WG die Aufgabe, Abwechslung in den Alltag zu bringen und auch einzelnen Bewohnern die Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb der WG sich zu bewegen, um so ein weitgehend normales Leben zu führen. Jetzt möchte ich Ihnen einen unserer Bewohner vorstellen. Ich habe diesen Bewohner ausgesucht, weil ich mit ihm ganz wesentliche Dinge gelernt habe, die man in keiner Fachweiterbildung lernt. Ich bin davon überzeugt, dass bei Ihnen mit diesem Bild sich schon ganz bestimmte Vorstellungen ergeben. Wer ist denn das?
Militär? Hm. Was schreibt denn der da? Und so weiter. Ich nenne den Bewohner jetzt mal Herr Feldwebel. Er war 87 Jahre alt und hatte eine frontotemporale Demenz. Er hat zwei Töchter, zur einen hat er nur einen losen Kontakt und zur anderen gar keinen. Er hatte einen gesetzlichen Betreuer, der sich um alle Belange gekümmert hat. Herr Feldwebel war von Beruf Maschinenschlosser und hatte sich zu Kriegsbeginn beim Militär gemeldet und wurde Pilot. Er hat im Zweiten Weltkrieg unterschiedliche Flugzeuge geflogen und da sicher die eine oder andere Erfahrung gemacht, die dann auch sein Leben geprägt haben. Nach Kriegsende und Ende seiner Zeit als Pilot war er für das Materiallager in einer Kaserne zuständig bis hin zu seiner Rente. Jeder Pflegekraft ist klar, dass biografische Daten wichtig sind. Für mich haben andere Dinge inzwischen eine fast größere Bedeutung. In was für einem Beziehungssystem lebt der Betroffene? Wenn ein Mensch erkrankt, dann sind alle, die mit ihm in Beziehung sind, genauso betroffen. Der eine mehr und der andere weniger. Genau deshalb wird im Erstgespräch nicht nur nach dem zukünftigen Bewohner gefragt, sondern auch nach seinen Angehörigen und seinem Sozialsystem. Deshalb ist wichtig zu wissen, wer gehört zum jetzigen Beziehungssystem des Betroffenen? Ehepartner, und das haben wir heute Morgen auch gemerkt bei dem Paar, haben eine ganz besondere Stellung zu den Betroffenen und müssen demnach auch anders mitgenommen werden. Da geht es darum, den Partner zu verlieren, einen anderen Menschen vielleicht vor sich zu finden, mit dem man eigentlich ja mal alt werden wollte. Kinder und Enkelkinder, wie viele Kinder gibt es? Und welches Kind hat welche Rolle? Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche. Und was für uns ganz wichtig ist, wer ist für uns der erste Ansprechpartner? Wer entscheidet die Dinge? Manches Mal gibt es auch noch Freunde. Und dann sind diese Kontaktpersonen genauso wichtig, wie wenn es eine Familie wäre. Wenn es einen gesetzlichen Betreuer gibt, ist auf jeden Fall wichtig, wie engagiert er sich beteiligt, wenn sein Betreuter in der WG lebt. Zurück zum Herrn Feldwebel. Da Herr Feldwebel alleine wohnte, weil er keine Angehörigen in der Nähe hatte, wurde frühzeitig ein Betreuer eingesetzt. Er hatte sich schon mehrere Einrichtungen mit Herrn Feldwebel angeschaut. Die Wahl fiel auf die WG, weil Herr Feldwebel eine kleine Einrichtung für besser fand. Er ist also bald darauf eingezogen. Das Besondere an seinem Gepäck war, dass er eine große Kiste Putzlappen mitgebracht hatte und eine noch größere Kiste mit Reinigungsmitteln. Außerdem war im Vorfeld schon klar, dass Herr Feldwebel nur einzieht, wenn sein Fahrrad auch mit einzieht. Herr Feldwebel war in einem körperlich guten Zustand. Er hatte auf den ersten Blick geringe kognitive Einschränkungen und seine Demenz war nicht näher beschrieben. Nach dem Einzug gab es jedoch bald Probleme. Anfangs einzelne Eskalationen, überwiegend wenn Herr Feldwebel am Tisch war. Vor allen Dingen beim Frühstück, wenn alle Lebensmittel auf dem Tisch standen, gab es mit Mitbewohnern Ärger. Zu Beginn nur verbal, später hat sich das Verhalten geändert, indem alle möglichen Gegenstände, die auf dem Tisch standen, wie zum Beispiel Gläser und Butterdose, den Bewohnern hinterhergeworfen wurde. Auch im Wohnzimmer dominierte Herr Feldwebel die gesamte WG. Alle Sofas wurden besetzt und vehement verteidigt, wenn sich ein anderer Bewohner hinsetzen wollte. Das eigene Zimmer, seine Stube, wurde von ihm wenig genutzt. Aber wenn sich ein anderer Bewohner dem Zimmer nur genähert hat
oder eine Mitarbeiterin in das Zimmer wollte, war er sofort zur Stelle und hatte den Eintritt mit Faustschlägen verhindert oder den Eindringling zu Boden gestoßen. Bei solchen Attacken war deutlich zu spüren, dass seine Körpergröße und geringes Körpergewicht keinen Einfluss hatte, ihn in Kampfstellung zu gehen, egal wie groß und stark sein Gegner war. Seine Kampferfahrung aus dem Krieg war sichtbar geworden. Er schien keine Angst zu haben. So waren die Mitbewohner auf jeden Fall unterlegen und den Angriffen ausgesetzt. Mitarbeiter wurden, wenn die anderen Bewohner beschützt wurden, selbst angegriffen. Sie waren in einem inneren Konflikt. Nicht zu wissen, wie sie sich selbst vor Verletzungen schützen sollten, ohne den Herrn Feldwebel dabei zu verletzen. Sie fanden sich in der Rolle als Alltagsbegleiter nicht wieder, da die Aufgaben ja eher mit einer Haushaltsführung definiert war und nicht mit Angriffen fertig werden zu müssen. Die Mitarbeiter, die mit Herrn Feldwebel ins Bad gingen, erging es nicht viel anders. Schon beim Ausziehen der Kleidung reagierte er verärgert, bis dahin, dass er tätlich wurde. Wenn er aber unter der Dusche wiederum stand, schien ihm die Körperpflege zu gefallen. Die Medikamentengabe ging lang manches Mal, dann wieder nicht. Er spuckte die Medikation häufig wieder aus. Die Frage, die sich mir aber stellt, wie ging es dem Herrn Feldwebel? Er schien alles um ihn herum bedrohlich zu finden, obwohl die Mitarbeiter es doch nur gut mit ihm meinten. Wie ging es den Mitbewohnern, die in ihrem Zuhause nicht mehr sicher waren? Und wie geht es den Mitarbeitern, die doch wirklich nur das Beste wollen und dafür tätlich angegangen werden? Meiner Meinung nach sind alles Betroffene. Die Gemeinsamkeit ist, dass sie ähnliche oder gleiche Gefühle haben. Der einzige Unterschied ist zu erkennen bei dem Gefühl der Angst. Herr Feldwebel hatte keine sichtbare Angst vor niemandem. Aber das ist vielleicht auch eine Annahme. Die Folge davon, ein gemeinsamer Weg ist so nicht möglich. Somit wird der Weg sich trennen oder es müssen Lösungen gesucht werden. Herr Feldwebel kam nach mehreren tätlichen Angriffen mit einem Messer in die Psychiatrie. Ich konnte mich nur schwer damit abfinden, dass ich eigentlich gescheitert war. Ich hatte doch die Fachweiterbildung. Ich muss doch wissen, wie das geht. Und trotzdem habe ich diesen Bewohner erstmal verloren. Es erfolgten Versuche, ihn mit Medikamenten einzustellen. Der Erfolg war gemäßigt. Nach 2 Monaten Klinik sollte er entlassen werden. Er war in einem schlechten Allgemeinzustand. Er hatte eine Pneumonie, Dekubitis, Kontrakturen. Er sollte einen Platz in einer geschlossenen stationären Pflegeeinrichtung bekommen. Die WG kam laut ärztlicher Meinung nicht in Frage, da eine WG aufgrund geringem Fachpersonal nicht geeignet schien. Für uns jedoch war klar, dass wir ihm wie auch uns nochmals eine Chance geben wollten. Das hieß also für Herrn Feldwebel, er kam entgegen vielen negativen Prognosen wieder zurück. Wir hatten Lösungen entwickelt und miteinander neu begonnen. Ein wesentlicher Faktor, um Lösungen entwickeln zu können, heißt erstmal locker bleiben. Wer kann das in solchen Situationen? Und trotzdem, das ist ein wesentliches Merkmal davon, um weiterarbeiten zu können. Locker bleiben heißt für mich, wenn ich in den Gefühlen hängen bleibe, wie Ohnmacht, Angst, dann bin ich in meinem Kopf nicht mehr frei, Ideen zu bekommen,
mich in die Situation des Herrn Feldwebels reinzudenken. Ich werde weiterhin nur reagieren auf die Angriffe. Eine Beziehungsintervention ist nicht möglich. Mitarbeiter wie auch Herr Feldwebel bleiben in der Ohnmacht und Angst hängen. Somit wird es dann auch keine Lösung geben. Diese Vorgehensweise ist Ihnen bekannt. Eine Krisensituation wird analysiert. Wir überlegen uns Anpassungen und versuchen, diese auch umzusetzen. Das Ergebnis wird überprüft und eventuell wieder neu angepasst. Dazu braucht es einen guten Austausch. Ich hatte schon zu Beginn erwähnt, dass das Beziehungssystem gerade bei schwierigen Bewohnern eine wesentliche Rolle spielt. Deshalb möchte ich noch einmal näher darauf eingehen. Bevor der Bewohner einzieht, sind die Angehörigen diejenigen, die den Kontakt zur Einrichtung suchen. Die Erstgespräche finden mit dem Koordinator statt. Das Beziehungsgeflecht ist schon beim Erzählen zu spüren. Die häuslichen Probleme werden benannt. Oft ist der Angehörige selbst durch langjährige Pflege in einer Überforderung und oft sind Schuldgefühle vorhanden, den Angehörigen selbst nicht mehr verpflegen zu können. Jeder dieser Angehörige ist individuell zu betrachten. Der Dreh- und Angelpunkt besteht darin, Vertrauen zu schaffen, indem ich zuhöre, indem ich Probleme benenne und sie nicht schön rede oder gar verheimliche. Gerade wenn es um das Thema Medikamente geht, muss eine absolute Transparenz geschaffen werden. Regelmäßige Gespräche zwischen Arzt und Angehörigen sind notwendig. Veränderungen der Medikation werden immer kommuniziert. Die Alltagsbegleiter als größte Mitarbeitergruppe erleben den Bewohner den ganzen Tag in unterschiedlichen Situationen. Mit ihnen kann der Bewohner die Normalität des Tages leben. Sie erleben die schönen Momente, die es gibt, aber auch sind stundenlang Situationen ausgesetzt, die unter Umständen bedrohlich sind. Alltagsbegleiter haben keine pflegefachliche Ausbildung und sind damit vielleicht auch schneller an einer Überforderung. Das heißt für den Koordinator, dass diese Mitarbeitergruppe frühzeitig gehört werden muss. Probleme im Umgang mit den Bewohnern müssen thematisiert werden. Ist die Versorgungssituation für den Alltagsbegleiter nicht mehr möglich, werden sie von der Pflegefachkraft unterstützt bzw. beraten oder angeleitet. Was allerdings Alltagsbegleiter besonders gut können, sie haben kreative Ideen, wenn es darum geht, besondere Situationen zu meistern. Die Ideen sind oft unkonventionell, aber wirksam. Die Pflegefachkraft ist auch wie die Alltagsbegleiterin an der Körperpflege beteiligt und führt die Behandlungspflege durch. Der Psychiater ist für die Einstellung der Medikamente zuständig. Unabdingbar ist eine interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pflege. Es hat sich gezeigt, dass gerade die Kommunikation zwischen diesen beiden Berufsgruppen eine hohe Wichtigkeit hat. Ein regelmäßiger Austausch zur Wirkung von Medikamenten, eine rasche Anpassung bei Veränderungen der Situation und eine Erreichbarkeit zur Krisenintervention muss gewährleistet sein. Die Rolle des Koordinators, der Gerunterfachkraft, ist es, alle Beteiligten untereinander zu vernetzen. Die Funktion des Netzwerkers werden an diesem Bild sicher deutlich. Gespräche werden initiiert und geführt, Ergebnisse evaluiert, Lösungsschritte gegangen. Er ist sozusagen ganz nahe beim Bewohner und sorgt dafür, dass die Bedürfnisse des Bewohners immer wieder in den Fokus genommen werden. Werden Ziele festgelegt, sind die Beteiligten nicht immer einer Meinung. Gerade beruflich Tätige tun sich schwer, die Meinung der Angehörigen zu respektieren.
Die Angehörigen wiederum müssen loslassen lernen und Schritte auf die beruflich Tätigen zugehen. Genau das war für mich auch schwierig zu lernen. Aber auch ich habe gelernt, dass nur Konsensentscheidungen auf die Dauer tragfähig sind. Und nur gemeinsam kann das Ziel erreicht werden. Für Herrn Feldwebel hatten wir unterschiedliche Veränderungen im Umgang mit ihm überlegt. Bevor wir mit ihm zur Körperpflege ins Bad gingen, haben wir unsere geplante Handlung mit Hilfe eines Schreibens angekündigt, mit entsprechenden Handbewegungen auf die Uhr gezeigt. Dann ist er mitgegangen. Im Bad war der schwierigste Moment eigentlich nur das Ausziehen, gar nicht die Körperpflege selber. Wir haben herausgefunden, dass die komplette Schmutzkleidung, auch wenn diese eingenässt war, ordentlich zusammengelegt werden muss, um sie dann so in den Wäschekorb zu legen. Ordnung ist eben doch das halbe Leben. Auch wenn Herr Feldwebel seine Medikamente nicht einnehmen wollte, hatten wir uns seine hierarchische Denkweise zunutze gemacht. Ein schriftliches Anordnungsblatt mit Unterschrift und Stempel des Arztes hatte seine Wirkung getan und ihn davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Im Alltag hat es sich als schwieriger herausgestellt, seine Verhaltensweise in unsere Abläufe einzubinden. Wesentlich beim Entwickeln der Veränderungsvorschläge war immer wieder, dass Herr Feldwebel ein ausgeprägtes Territorialverhalten hatte. Er war der Meinung, die ganze Wohnung gehöre ihm. So war es doch nicht verwunderlich, dass es ihm nicht besonders gut gefallen hat, wenn am Tisch seine Butter gegessen wurde, die Sofas von den anderen besetzt wurde. Nachdem Herr Feldwebel seinen eigenen Tisch bekam, sein eigenes Geschirr, sein eigenes Sofa und natürlich alles mit Namen beschriftet, konnte er wenigstens einigermaßen damit gut umgehen. Für die Mitarbeiter bedeutete das, jederzeit die anderen Bewohner vom Sofa des Herrn Feldwebels fernzuhalten und jederzeit frühzeitig Eskalationen entgegenzuwirken. Im Laufe der Zeit konnten wir auch sein Zimmer betreten, vorausgesetzt, wir haben uns standesgemäß begrüßt und verabschiedet. Das heißt, wir haben alle das Salutieren gelernt. Um nicht nur pragmatische Lösungen für die Wohnung zu finden, wurde, wenn auch immer möglich, Herr Feldwebel Beschäftigungsangebote gemacht, die für ihn wichtig waren. Putzen war seine Leidenschaft. Für das Reinigungspersonal war es anfangs ziemlich ungewohnt, ihn beim Reinigen der Böden mit einzubeziehen. Und regelmäßig beschloss Herr Feldwebel, in den Keller zu gehen, um sein Fahrrad zu inspizieren. Der Mitarbeiter musste das Fahrrad hochheben, so konnte er die Kurbel drehen, den Luftdruck des Reifens prüfen und danach zustimmend genickt, dass alles in Ordnung ist. Schwierig werden konnte es, wenn Herr Feldwebel seine Ausgehuniform anzog. Dann war alles klar, jetzt geht's raus. Es gelang natürlich nicht immer, Personalsituation kann ja so nicht immer auf die Schnelle angepasst werden, einen Mitarbeiter zu finden, der mitgehen konnte. Wenn wir aber vorher schon immer wieder Spaziergänge geplant haben, war das Bedürfnis, spontan rauszugehen, reduziert. Ein Bummel durch die Stadt, ein Stück Nusstorte im Café oder vielleicht auch mal ein kleines Pilz im Biergarten wirken vorbeugend. Und außerdem, das war schon interessant, wenn ich so mit dem Herrn Feldwebel in Ausgehuniform durch die Stadt laufe, das war schon sehr beeindruckend. Auch wenn wir Lösungen finden, wird ein Bewohner mit herausforderndem Verhalten immer wieder in Situationen kommen, die den Alltag schwierig gestalten lassen. Somit sind die Mitarbeiter immer wieder gefordert, sich den Veränderungen anzupassen. Deshalb arbeite ich mit einem Verhaltensprotokoll, was anlassbezogen über eine gewisse Zeit geführt wird. Es dient dazu, genauere Informationen zum Verhalten zu bekommen. Das Protokoll ist einfach zu führen. Alle Mitarbeiter
aller Schichten und aller Aufgaben sind angehalten, ihre Wahrnehmungen zu dokumentieren. Auch Angehörige tragen mit ihren Eintragungen dazu bei, das Befinden des Bewohners zu erfassen. Deshalb liegt das Protokoll an einem zentralen Platz. So sieht ein ausgefülltes Verhaltensprotokoll aus. Am Anfang steht immer die Frage einer auffälligen Verhaltensweise. Im Falle jetzt des Herrn Feldwebel ging es um Aggression. Jedes Verhaltensprotokoll wird individuell angelegt. Das heißt, es enthält die Frage nach einem möglichen Auslöser und macht Vorschläge für eine Intervention. Ich weiß nicht, ob Sie das so sehen können. Das ist so, dass das hier diese 24 Stunden sind und das Protokoll ist dynamisch angelegt. Und das Verhalten, das wird eben angepasst an die Fragestellung, die ich habe. Und Sie sehen hier an dieser 1 bis 9, dass, ich sage jetzt mal, bis 3, 4 alles sozusagen im grünen Bereich ist. Und wenn es ab 4 wäre es so, dass schon überlegt werden muss, wie reagiere ich jetzt. Und es wird dann so geführt, dass jede Schicht mindestens einmal eine Eintragung macht. Wenn es ein Problem gibt, erfolgen natürlich viele verschiedene Eintragungen. Und Sie sehen jetzt hier, dass wenn ich jetzt mit 8 und 9, das ist natürlich dann ein richtiges Problem. Mir hilft es hinterher in der Arbeit, wenn ich natürlich erkennen kann, wo vielleicht ein Auslöser ist. Das wäre hier. Ich kann einfach mal Ideen sammeln und festlegen. Es gibt aber für die Mitarbeiter auch immer die Möglichkeit, eigene Ideen, was ein Auslöser sein könnte, mit einzubringen. Das wird dann im Bericht dokumentiert. Und dieser Auslöser wird dann hier unter die Aufzeichnung oben geführt. Und wenn ich Auslöser kenne, ist natürlich auch interessant, wie reagiert ein Mitarbeiter dann in so einem Verhalten. Das heißt, auch die Intervention wird dokumentiert. In dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel, habe ich die 1 verwendet, die Zuwendung, oder habe ich das Ganze einfach erstmal ignoriert, weil ich vielleicht gerade andere Tätigkeiten hatte. Manches Mal ist es auch, wenn ich mich aufbaue und sage, so jetzt bin ich mal der Dominante, oder hat es vielleicht eine Bedarfsmedikation gebraucht. Die Auswertungen sind wenig zeitintensiv und geben aber schnell einen Überblick über das gesamte Verhalten. Die Verhaltensprotokolle werden auch in der psychiatrischen Visite mitgenutzt. Eine weitere Möglichkeit, die wir nutzen, zu den Fall, gehört natürlich auch die Fallbesprechung. Zu den Fallbesprechungen haben wir hier heute schon einiges gehört. Fallbesprechungen wirken auf die Mitarbeiter psychisch entlastend. Diese Besprechungen werden bei uns entweder im Rahmen einer Dienstbesprechung abgehalten oder mit einem separaten Termin. Je nach Fall kann auch ein externes Fallcoaching durchgeführt werden. Hilfreich ist auch das assoziative Arbeiten. Denken Sie zurück an den Anfang, an das Bild des Herrn Feldwebel in seiner Uniform. Jeder von uns trägt Bilder in sich, die wir abrufen können. Wir bilden sozusagen ganze Assoziationsketten. Diese Bilder helfen uns unter Umständen, sich besser in das Gefühl des Bewohners reindenken zu können und kommen dadurch Lösungsschritte näher. Fazit: Wenn wir uns aufmachen, auch Dinge zuzulassen, die nicht üblich sind, wenn wir uns aufmachen, die Zusammenhänge, die Zusammenarbeit aller Beteiligten als wesentliche Grundlage anzuerkennen und zu berücksichtigen, dass Ziele nur gemeinsam erreicht werden können
Und wenn wir uns aufmachen, Menschen mit herausforderndem Verhalten zu begleiten, anstatt sie lediglich zu versorgen, dann haben diese Menschen in ihrem Anderssein eine Chance, in Würde alt zu werden. Dann erleben wir diese Menschen auch von Seiten, die vorher nicht zu erahnen waren. Herr Feldwebel hat fast 6 Jahre bei uns gelebt.